Heute gibt es absolut sonnigen Traumgranit und zwar vom Feinsten. Das ist eine der Touren davon, habe ich auch zweimal geklettert. Volker hat sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar insgesamt dreimal geklettert. Also das Träumli, wie der Name schon so niedlich sagt, ist wirklich ein Traum und mit Schwierigkeit Grad 6, 6 minus obligat, ist das auch wirklich für ein ganz breites Publikum machbar. Lohnt allemal, gut gesichert dazu auch. Die Anforderungen haben wir als einfach angegeben. Und ja, die Stände sind natürlich super solide, teilweise mit 2 oder 3 Bohrhaken auch versehen, auch mit Muniringen, man seilt bequem ab. Also das ist eine Sache, die absoluter Genuss ist und einzig und allein vom Wetter her manchmal Anforderungen stellt. Allerdings, gut, bei 150 Meter Kletterlänge lässt sich das natürlich auch noch an einem weniger sicheren Tag machen, auch mit einer, ja, sagen wir mal, 3/4 Stunde Zustieg. Ohne sich abzuhetzen, ist es auch nicht übermäßig weit von der Straße, vom Auto weg. Das heißt, es lässt sich, wie gesagt, auch bei halbwegs brauchbarem Wetter noch klettern. Von der Absicherung her ist es so, dass man da nicht übermäßig viel mitnehmen muss. 4 bis 5 Friends haben wir trotzdem fast immer dabei gehabt und einige davon lassen sich auch sinnvoll anwenden, was natürlich nicht heißt, dass es nicht Leute gibt, die ohne Friends unterwegs sind. Aber die Tour kann man im Zweifelsfall auch zweimal klettern. Ansonsten haben wir, ach, ich wollte mal noch in die Kamera zeigen, dann auch dieses Bild mit diesem wunderbaren blauen Himmel und natürlich der wunderschönen grünen Wiese unten drunter. Das zeigt auch schon, es gibt kein Geröll, es fällt nichts runter, der Fels ist bombenfest und Murmeltiere gab es dort, glaube ich, auch. Das Topo seht ihr nebenan, es sind 5 Seillängen. Es wird, wie gesagt, schon abgeseilt, man braucht also keine Schuhe mitnehmen und hat nebendran noch massenweise Auswahl an anderen Routen. Wir haben noch die Promenade und die Goldküste beschrieben, zeige ich hier auch nochmal. Das sind ebenfalls so 5, 6 Seillängentouren, auch so im Bereich 6+. Gut zu finden, gut eingerichtet und wobei teilweise da schon etwas mehr Friends notwendig sind. Und somit kann man also auch einen ganzen Tag da ausfüllen, wenn man schlicht und ergreifend 2 oder 3 Touren aneinander hängt. Ich würde auch glatt noch ein drittes Mal selbst hinfahren und lade euch ein, mal im Kletterführer, also Topoguide, www.topoguide.de reinzuschauen. Wir haben da eine Übersicht, wo was alles an Routen in dem Führer enthalten ist. Das ist unser 2. Alpenband, der den 1. auch perfekt ergänzt. Also das heißt, es ist nicht irgendwie nur eine ergänzte Neuauflage mit den gleichen Touren nochmal drin und ähnliches, sondern es ist tatsächlich ein völlig eigenständiger Führer, der den 1. Band wunderbar ergänzt. Es gibt auch noch einen 3. Alpenband, der wieder dem gleichen Prinzip folgt. Das heißt, wir haben jeweils im Laufe mehrerer Jahre immer wieder ähnliche Klettergebiete besucht, dort dann Touren geklettert, die Routen beschrieben und so im Laufe der Zeit insgesamt bis zu 1000 Routen in den 3 Führern vorgestellt, sodass ja die 3 Bände sich einfach perfekt ergänzen. Das war also ein kleiner Ausflug in die Schweiz, in ein wunderbares Pläsiergebiet. Träumli ist es und vielleicht finde ich noch auf die Schnelle die Karte, um es Richtung zu halten. So, jetzt habe ich hier auch die Karte gefunden. Also hier oben, ganz der oberste Punkt, ist der Pfriendler, an dem das Träumli sich aufhält und auf Besucher wartet. Und ja, das ist also quasi am Sustenpass. In der Schweiz spielt sich vieles ja, zumindest von den Touren, die wir in unseren Führern so beschrieben haben, rund um Susten, Grimsel und Furka ab. Der Pfriendler, wie gesagt, ein relativ leicht zu erreichender Berg, ein leicht zu erreichendes Ziel. Unweit der Wendenstöcke übrigens, wo wir auch wahnsinnig viel ist übertrieben, aber einige Touren geklettert haben, wahnsinnig tolle Erlebnisse hatten, so wollte ich es eigentlich sagen, auch sehr eindrückliche und auch nicht allzu weit weg vom Salbit, wo ich euch später auch noch eine Tour von vorstellen werde. Viel Spaß!